haben Kunst und Feiern. Unser Buch ist fertig. Zeig's mal. Napola, verführte Elite im Harz. Na, für dich 6-jähriger Arbeitszeit, für mich noch 1,5-jähriger Arbeitszeit. Ja. Sagen wir mal noch was zu den anderen Autoren. Karl-Heinz Meyer aus Beinstedt hat 60 Seiten alleine zu dieser Napola. Wir sind ja hier in Beinstedt, aber ich schenke erstmal ein bisschen was ein. Glühwein zur Feier des Tages. Ja, kein Sekt, sondern entsprechend der Jahreszeit. Ist ja alles ein bisschen frisch hier. Ist ja auch alles ein bisschen ruinös im Moment. Können wir auch noch mal reingucken hier, wenn wir gerade am authentischen. Also Karl-Heinz Meyer, Gymnasiallehrer aus Beinstedt, hat sich hier intensiv mit dem Objekt in Beinstedt beschäftigt. Dr. Friedhard Knoller hat sich mit Ilfeld beschäftigt und auch über den Verein Spurensucher für die Einwerbung von Sponsoren bemüht, hat uns auch da sehr unterstützt. Ja, und das ist Sönke Streckel und mein Name ist Wolfgang Schillig. Ich habe das Buch am Ende herausgegeben, weil ich es für nötig fand. Es gibt dazu ja noch keine vernünftige geschlossene Darstellung. Kann ich auch was zu trinken, oder? Achso, ja, jetzt. Welcher war deiner? Den hier, nimm mal den. Bitte schön. So, jetzt stoßen wir es mal an. Prost und wohl. Prost. Auf die Fertigstellung. Ja, es tut gut hier. Ja, also das Ganze hat schon vor vielen, vielen Jahren angefangen, als ich journalistisch mit dem Thema mich beschäftigt habe und dann doch relativ schnell gemerkt habe, es gibt zu den Napolas im Harz keine geschlossene Veröffentlichung. Das Thema war sehr lange tabu. Auch zu DDR-Zeiten wurde darüber nicht geredet. Selbst in der Bundesrepublik, haben wir von Dr. Friedhard Knolle erfahren, war auch dieses Thema tabu. Und wir haben uns der ganzen Sache so angenähert, dass wir erstmal in vielen Archiven waren, dann irgendwann auch Zeitzeugen gefunden haben, die auch bereit waren, sich mit uns darüber zu unterhalten, über ihre Vergangenheit, über ihre Jahre auf der Napola. Man kam ja dahin in diese NS-Elite-Schulen mit 10 Jahren. Nach einem Auswahlverfahren, einer Woche, wo man nicht nur schulisch geprüft wurde, sondern auch mit Mutproben vieles überstehen musste und charakterliche Fähigkeiten zeigen musste. Zum Beispiel war eine der Mutproben, dass man auch von einem 3-Meter-Brett ins Schwimmerbecken springen musste, selbst wenn man nicht Schwimmer war. Und das hat schon vielen Jungs sehr viel abverlangt. Ja, das alles kann man hier nachlesen. Es gibt also zu der Napola in Beinstedt, wo wir uns hier befinden, am authentischen Ort, gibt es noch eine in der ehemaligen Klosterschule Ilfeld. Nur diese beiden gab es im Harz, weitere nicht. Ja, ich habe noch was zu den beiden nächstgelegenen Napolas, auch wenn man sagen, die lagen nicht im Harz, aber sie gehören doch mit dazu. In Naumburg und Schulpforta, das wären die dem Harz nächstgelegenen Napolas, die beide ja eine relativ große Tradition hatten. Die eine in Naumburg als vorherige Kadettenanstalt, dann als Stabila, dann als Napola und Schulpforta sicherlich ja, deutschlandweit, reichsweit, damals auch reichsweit bekannt als das wichtigste und bedeutendste humanistische Gymnasium. Ja, und das zweitwichtigste war Ilfeld damals. Mit ähnlicher Prägung. Mit ähnlicher Prägung, und die beiden taten sich sehr schwer in der Umwandlung. Da musste man schon erheblichen Druck ausüben, um die dann umzuwidmen in nationalpolitische Erziehungsanstalten, so hieß das, paramilitäre strukturierte Einheiten, in denen die Jungs als die zukünftige Führungselite des Reiches ausgebildet werden sollte und natürlich auch ideologisch indoktriniert wurden. Die Jungs sollten politische Soldaten werden und am Ende, ohne lange nachzudenken, für Führer, Volk und Vaterland jede Bewährungsprobe auf sich zu nehmen. Deswegen sind ja viele auch im Zweiten Weltkrieg gestorben leider. Wir haben einige Zeitzeugen gefunden, die sich mit uns unterhalten haben, die uns auch dann viele Bilder zur Verfügung gestellt haben, haben viel in Archiven gearbeitet. Nehmen wir mal nur das Bundesarchiv in Berlin oder in Dessau oder in Hannover. Im Kreisarchiv in Nordhausen sind wir fündig geworden. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch ein paar interne Quellen, die man hier nicht alle verraten muss. Das Ergebnis sieht man dann in dem Buch. Und es sind sagenhafte 790 Fotos in diesem Buch. Da muss man sich wirklich nicht mit verstecken. Nein, das ist... Du randalierst. Ja, das kann ich mir hier leisten. Hier ist nicht mehr so viel kaputt zu machen. Ja, also 790 Fotos. War schon selber erschrocken darüber eben. Dann 272 Seiten Hardcover im A4-Überformat. In sehr edlem Druck. Also das Grafische Zentrum Kuno war wieder verantwortlich für den Druck. Und... Ja, ganze Arbeit geleistet. Aber man sieht es, das ist mal eine spontan aufgeschlagene Seite.
Also man kann sich dieser Zeit auch über die Bilder nähern. Wer also diese Texte für zu anstrengend hält, aber es ist so geschrieben, dass es nicht nur für Historiker und Hysteriker interessant ist, sondern vor allen Dingen auch für ganz normale Leute lesbar ist. Und unser Ansatz war, wir möchten damit auch ein Signal senden, dass man über Generationen, über diese wirklich tragische und finstere Zeit, die so unendlich viel Leid auch über Europa gebracht hat, so unendlich viel Tote letztendlich generiert hat, ins Gespräch kommt über die Bedingungen, wie das dazu gekommen ist und wie sich diese Diktatur in ihrer Brutalität dann auch in Deutschland, in ganz Europa durchsetzen konnte, bis 1945. Für wen haben wir das Buch gemacht? Ja, für jede Generation eigentlich, angefangen von Gymnasiasten bis zu älteren Leuten, die einfach nochmal rückblicken können. Auch 80-Jährige, denke ich mal, für die ist das auch interessant, weil über diese Zeit gibt es solche Bildbände in der Form, ich denke mal gar nicht. Ja? Da haben wir schon mal Neuland beschritten, das war uns auch wichtig, das reich zu bebildern, weil Bücher mit Texten gibt es reichlich und wissenschaftliche Werke gibt es einige zu dem Thema, wobei es zu Ilfeld und zu Beinstedt überhaupt keine geschlossene Abhandlung gibt bisher. Wen haben wir noch drin? Den prominentesten, wohl sicherlich prominentesten Schüler der Napoleon Beinstedt, Heinrich, genannt Heinz Hitler, der Lieblingsneffe von Hitler, der hier noch sein Vollabitur ablegen konnte, bevor der Krieg begann. Vielen anderen nach ihm kommenden Jahrgängen war das nicht mehr vergönnt. Für die gab es nur noch ein Notabitur. Ja, ihm ist ja auch angeblich zu verdanken, dass Hitler sich hier für den Neubau erwärmen ließ. Es ist ja der einzige Neubau in den Altgrenzen des Deutschen Reiches gewesen. Übrigens auch der einzige Bau einer Napola, die ja sonst in irgendwelchen Kadettenanstalten, Klöstern, Herrenhäusern angesiedelt waren, der heutzutage nicht einer Nutzung zugeführt werden konnte. Aber das soll sich alles ändern. Vor kurzem haben Chinesen große Teile dieses Objektes erworben und wollen ja ein Gesundheitszentrum, ein Altenpflegeheim, eine Sportschule und diverse andere Dinge entwickeln. Dann werden wir hier nicht mehr sitzen können. Das wünschen wir trotzdem den Investoren ein mögliches Händchen. Ja, das wünschen wir auf alle Fälle und möchten nochmal auf unsere Internetseite verweisen. Darüber kann man das Buch auch erwerben. www.napola-im-harz.de. Da finden sich dann Links und da kann man das Buch erwerben. Kostet 39,90 und ist sein Geld, denke ich mal, jede Seite wert. Ja, vielen Dank. Das war's. Also, noch stoßen wir nochmal an. Genau. Und dann sind wir los. Sönke. Haben wir schön gemacht. Tschüss. Wiedersehen beim nächsten Buchprojekt. Wiedersehen, Napola.